Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das wisst ihr, das brauche ich eigentlich nicht mehr dazu sagen, aber ich mache es so, so gerne, weil ich das nicht als selbstverständlich nehme. Heute einmal testen wir etwas, worauf ich sofort sehr gespannt war, als ich davon gehört habe. Es geht nämlich heute um, und jetzt hört genau zu, UV-Lack-Nagelfolien. Ich war super gespannt, habe das noch nie als UV-Variante getestet oder gesehen oder davon gehört. Und ob das gut ist oder nicht, werden wir sehen. Und ich sage schon mal direkt dazu, mein größter Anspruch an Folien ist definitiv, lass es nicht nach Folien aussehen. Super, super wichtig. Wenn das am Ende wirklich so bei rauskommt, bin ich glücklich. Wenn nicht, dann ist das immer so eine Art Kompromiss, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass eigentlich Folien gut halten können. Aber die sehen meistens nach Folien aus. Ist nicht so meins. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt einmal in die Nahaufnahmen ein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und zeige vielleicht euch doch noch mal kurz vorher, was ich mir denn ausgesucht habe. Wenn wir schon dabei sind, ne, frühstücken wir mal eben schnell mit ab, wie man so schön sagt. Und zwar durfte ich mir das bei Manifix aussuchen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Sowas nehme ich niemals als selbstverständlich und ich bin wirklich super gespannt gewesen. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ziehen wir mit am Rande oder wie? Oder was? Es ist auf jeden Fall öfter mal gewesen. Ich bin da auch einfach wirklich nur ehrlich. Es ist absolut innovativ, wenn ihr mich fragt. Als UV-Variante super spannend. Ich durfte mir tatsächlich auch normale Folien mit aussuchen. Die hier sind auch Nail Art, die sind dann eine andere Geschichte für irgendwann anders mal. Bin ich sehr gespannt darauf. Und ich habe mir in der UV-Variante 4 Geschichten ausgesucht. Natürlich konnte ich nicht bei Babyboomer halt sagen, also da muss ich das auch definitiv mitnehmen. Ich habe es allerdings noch nicht getestet, kommt aber wahrscheinlich noch. Dann noch einmal so ein schöner Nude-Rosa-Peach-Ton, so die Richtung, auch nochmal sehr, sehr schön rot. Das, was ich aktuell auf den Nägeln trage, an Tag XY, werdet ihr natürlich erst am Ende erfahren. So ein bisschen Spannung wollen wir ja aufrechterhalten. Und ich habe mir auch in UV eine Nail Art Variante ausgesucht. Mit Glitzer, mit so einem richtig schönen Druck drauf und allem drum und dran. Einfach nur, um dann irgendwann mal auch wirklich zu testen, wie sieht das Ganze auf den Nägeln aus. Wollte schon fast sagen, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen zum Paket, aber das stimmt gar nicht. Es kam nämlich die süßeste UV-Lampe an, die man sich vorstellen kann. Die ist super cute, die kann man so aufklappen. Da passen auch wirklich die ganzen 4 Finger drunter oder wenn ihr so haltet und die in der Luft, passen auch locker eure 5 Finger drunter und die sieht einfach mal aus wie so eine kleine PC-Maus. Also die ist schon mal definitiv richtig süß und wird auch öfter mal benutzt, definitiv. Und auch dabei ist ein UV-Topcoat, den braucht man natürlich auch für das Ganze und wie das Ganze sich dann auftragen lässt, ob es da schon den einen oder anderen Lernprozess auch für mich gab, werdet ihr dann jetzt einmal sehen. Also ganz viel Spaß bei den Nahaufnahmen. Aufmerksam zuschauen lohnt sich übrigens auch. Es gibt nämlich einen Code plus ein Gewinnspiel für 3 Personen von euch. Deswegen ganz viel Spaß dabei. Die Bedingungen dafür findet ihr natürlich in der Infobox. Und deswegen jetzt aber wirklich Nahaufnahmen. Los! Ich habe mir jetzt nochmal die Anleitung angeschaut und ganz wichtig, die hier auf der Verpackung bei den UV-Folien solltet ihr ignorieren, das steht auch extra dabei und man klebt die einfach rauf, super easy, dann schneidet man das Ganze ab oder nibbelt das ab oder feiert den Überstand ab und dann gibt es nur den Topcoat oben drüber und dann ist man fertig. Also das kann ich gar nicht glauben, dass es so schnell geht. Wenn es wirklich so gut ist, ist es ja wirklich schneller, als wenn man selber lackiert, muss man ja dazu sagen. Ich bin super gespannt, Nagelhaut habe ich schon gemacht, das ist ja auch immer wieder so ein Nonplusultra, wenn die Nagelhaut schon gemacht ist und bei mir ist ja jetzt nicht mehr vorhanden. Ich war richtig schön mit der Fräse dabei. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber es gibt natürlich auch die Alternative. Sally Hansen Cuticle Remover. Super gutes Zeug. Link dazu in der Infobox. Und jetzt wird lange nicht geschnackt. Ich mache die linke Hand mit euch zusammen. Werde jetzt keine Zeit stoppen, aber die rechte Hand möchte ich unbedingt wissen, wie schnell ich bin und Zeit stoppen und alles. Aber wir fangen erstmal mit links an. Und ich muss natürlich schauen auf die Nägel, wie die Passform ist, wo die verschiedenen Folien raufpassen. Entscheidung gefunden. Es sind tatsächlich nicht die geworden, obwohl ich wirklich knapp davor war, diese hier zu benutzen. Ich habe mich jetzt für die roten entschieden, sage ich auch ganz einfach warum. Hier sieht man, wie sie auf dem Nagel aussehen, wo Ränder sind, wie das Ganze hält und wir werden auch das Ganze über so ein paar Tage begleiten. Deswegen bin ich hier am meisten drauf gespannt und ich glaube einfach für die Kamera wird man hier am einfachsten sehen können, was sich da auf den Nägeln tut oder eben nicht. Es steht jetzt so nicht dabei, aber ich mache es einfach. Ich cleane vorher mit einer Zellette und Alkohol aus der Apotheke. Das mache ich, um tatsächlich so die letzten Fusseln und auch Fettrückstände vom Nagel zu entfernen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal ein hilfreicher Punkt ist, wenn man das vorher einmal macht. Und natürlich vorher nicht die Fingernägel oder die Hände eincremen oder einölen oder wie auch immer. Super wichtig, würde ich auch nochmal behaupten. Dann klebt das Ganze wahrscheinlich besser. Kurz verfliegen lassen und dann geht's los. Ja, gerade eben habe ich hier schon einmal geguckt, da ist eine Folie drauf, die sich super einfach abziehen lässt und das Ganze klebt nicht hier drauf, sondern auf dem unteren Träger und das ist auch sehr schön von der Länge her. Ich habe ja jetzt relativ kurze Nägel, aber selbst wenn sie etwas länger sind, sollte das kein Problem damit sein. Und ich nehme auch tatsächlich das kleinste hier schon für den kleinen Finger.
Bin jetzt einmal super nah rangekommen und wichtig ist, diese Folie nicht zu dehnen. Ich habe mir eine Pinzette genommen, die sehr runtergerockt aussieht. I'm sorry, aber die hat auch eigentlich schon ihre besten Tage hinter sich. Und dann versuche ich einmal, das Ganze hier abzuziehen. Am besten nur an einer Stelle. Ah, okay. Es löst sich langsam und es ist relativ stabil. Vorsichtig abziehen. Kein Basecoat. Wichtig. Okay. Das ist jetzt einmal der Streifen. Und der kommt jetzt hier auf den kleinen Finger. So, einmal relativ nah unten ansetzen und natürlich mittig. Ich muss einmal auch das Ganze kurz mir vor die Nase holen oder etwas näher ran. Den Teil schneide ich kurz raus. Okay, ich platziere das Ganze jetzt. Ich reibe nicht, sondern ich drücke es runter. So steht es auch in der Beschreibung. Das lässt sich gut andrücken. Erstmal mittig, dann nach links und rechts. Und hier habe ich eine kleine Falte von der Seite. Okay, also die Form ist zu klein für meinen kleinen Finger. Hätte ich jetzt besser machen können. Aber ich lasse jetzt erstmal drauf. Das ist das erste Mal und da werde ich natürlich draus dann lernen. Und ich hätte das Ganze wahrscheinlich auch etwas mehr zu dieser Seite positionieren sollen. Das hier werde ich dann einmal für den Ringfinger nehmen. Wieder Folie ab. Und übrigens, ich empfehle euch auch eine Pinzette. Das steht jetzt so nicht dabei, aber so spart ihr euch halt ganz, ganz viele Abdrücke hier drauf. Und das klebt dann wirklich wunderbar auf dem Nagel. Und ihr spart auch nochmal Fusseln. Auch hier ist das Ganze wieder schön rund unten ausgeschnitten. Gefällt mir sehr gut. Und ich denke mal, so 100% an die Ränder werden wir nicht kommen. Es sollte definitiv mittig drauf sein, sodass, wenn ihr von oben schaut, das Ganze wie gut lackiert aussieht. Aber das ist natürlich ein sehr großer Rand, ne? Also den würde ich jetzt nicht so wirklich gut heißen. Wir schauen einmal, wie es hier ist. Ja, also meine Nägel sind sehr gut gewölbt. Und auch das ist gerade so ein bisschen zu knapp links und rechts. Aber man lernt ja dann mit der Zeit kennen, welche Folie für welchen Nagel bei euch funktioniert. Und wir werden natürlich am Ende schauen, ob ich generell sowas denn gut finde oder nicht. Wir schauen dann einmal. Aber die Idee ist natürlich tipptopp. Ich gönne mir jetzt einmal einen größeren Streifen für den Mittelfinger. Einmal rauf damit. Ich glaube, ich bin zu weit am Rand unten. Dann lasse ich lieber so einen kleinen Mini-Rand stehen. Hauptsache, es ist mittig. Oh ja, hier ist besser, aber ich glaube sogar... Nee, ist super. Ich bin noch auf dem Nagel. Ich dachte gerade, ich bin da drüber hinaus. Also hier ist wirklich besser. So, den Rest kümmern wir uns gleich. Aber das ist tatsächlich der erste Nagel, der für mich so akzeptabel ist, wie das Ganze drauf gelandet ist. Sehr, sehr viel besser an den Rändern. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genug Folien sind, falls ich diese hier noch korrigieren wollen würde. Wir schauen einmal, was übrig bleibt. Und hier ist es wirklich perfekt unten, dass sie da so ein bisschen die großen etwas flacher sind. Ich glaube sogar, ich drehe das Ganze um. Das ist der vorübergehende Zustand. Ich nehme das jetzt nochmal näher an die Nase ran, damit ich auch wirklich sehen kann, wo noch Fältchen sind. Und ich werde die nochmal ordentlich randrücken. Denn wenn jetzt Falten drin sind, werden die gleich noch so bleiben. Und wenn der Halt stimmt, so wie sie es bei Manifix versprechen, möchte ich so lange keine Falten drin haben. Und das beeinträchtigt ganz bestimmt auch die Haltbarkeit. Deswegen werde ich die einmal fleißig rausdrücken und dann sehen wir uns gleich wieder zum Kürzen. Ich wollte jetzt direkt kürzen, aber da ich hier noch drei Streifen übrig habe, habe ich gedacht, kann ich versuchen, den darauf zu kleben und vielleicht den darauf. Einfach mal schauen, was passiert, wenn ich es nochmal abmachen möchte. Und das klebt schon mal relativ gut auf dem Nagel. Also nicht schlecht. Und weg ist es. Interessant. Nagel klebt noch ein bisschen. Ich kann gleich nochmal cleanern. Ich bin richtig glücklich, ich konnte das ausbessern. Auf die beiden habe ich dann einmal das größere raufgepackt und dementsprechend ist jetzt auf diesem Streifen nur der eine große übrig. Und dann schnappe ich mir meine Nagelschere. Ich gehe schon mal so ein bisschen an die Länge ran und schneide einmal ab und den Rest feilen wir gleich. Jetzt, wo ich das Ganze abgeschnitten habe, drücke ich noch einmal an den Spitzen nach, aber nicht runter. Ganz wichtig, also hier gibt es quasi kein Versiegeln in diesem Schritt. Ich werde mit dem Topcoat versuchen, so ein bisschen zu versiegeln, aber jetzt nicht an dieser Stelle. Und dadurch, dass ich es gekürzt habe, drücke ich das Ganze einfach mal noch näher an die Nagelspitze rauf. Sieht schon mal interessant aus. Dann ist ja jetzt so eine kleine Feile dabei. Finde ich super. Die eine Seite ist ein bisschen feiner, die eine etwas gröber. Und dann gehen wir einmal ganz vorsichtig von oben nach unten an diese Folie und durch den Rand, den wir haben, da wo der Nagel quasi anfängt, haben wir auch die Kante und das Ganze sollte sich gut lösen. Wichtig ist dabei, glaube ich, dass man auch die Feile nicht so zum Nagel hält, sonst würdet ihr auf der Oberfläche fallen, sondern wirklich richtig schön
senkrecht. Es bildet sich so ein bisschen was Dunkles. Ich weiß nicht, ob das hier der Kleber ist oder hier von der Feile. Ich habe keine Ahnung. Aber ich mache einfach weiter. In der Hoffnung, dass gleich der Überstand abgeht. Doch, hier. Da ist es ab. Ziehe auch nicht. Also ich mache so lange mit der Feile, bis es ab ist. Das war's. Kann man natürlich hier noch nachbessern. Da ist noch ein bisschen was dran. Fertig. Das ist der kleine Finger. Natürlich ist es beim Film so, dass das Ganze jetzt etwas länger rüberkommt, aber die Versprechen hat ca. 10 Minuten Auftragzeit. Und wenn man halt erstmal raus hat, denke ich, welche Form auf welchen Nagel bei euch am allerbesten passt, dann geht das ruckzuck, oder? Jetzt nach dem Feinen ist natürlich so ein bisschen Staub drauf. Entweder ihr pustet das weg oder benutzt einen Pinsel. Ich habe jetzt aber immer noch so ein bisschen das Problem, dass ich noch Falten rausdrücken muss, habe ich gesehen. Also nehmt euch da gutes Licht ruhig dazu, führt die Hand direkt unter die Nase, schaut einmal direkt nach, dass da nichts mehr dran ist. Und dann sind wir bereit für den Topcoat. Aber ganz ehrlich, unter uns, bis jetzt funktioniert die Idee mit Manifix. Wir sind jetzt also bereit für den Topcoat. Den habe ich hier 60 Sekunden unter der Lampe. Die Lampe hat jetzt natürlich keinen Timer. Das zeige ich euch aber gleich noch. Handy kann sich jener stellen, ne? Und dann kommt da einfach der Topcoat rüber. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze am Ende ausschauen wird. Und alles in mir will gerade diese Schicht cleanern. Aber das steht einfach nicht da drauf. Also ich war jetzt so oft mit den Fingern drauf. Klar, die sind relativ fettfrei. Also ich habe sie jetzt vorher nicht eingecremt. Aber ich würde es gerne machen, aber es steht nicht dabei. Deswegen mache ich das jetzt nicht an der Stelle, weil ich will die Oberfläche nicht zerstören. Und damit fangen wir dann jetzt mit dem Topcoat an. Der Topcoat ist relativ flüssig, kann natürlich auch von Vorteil sein. Und ich sehe gerade, da habe ich noch so einen leichten Überstand. Ah, aber ich habe ja meine gute Pinzette hier. So, weg ist das. Und wenn er so flüssig ist, wollte ich natürlich sehr wenig davon auf dem Pinsel haben und dünn lackieren. Sonst läuft das in die Ränder. Das ist natürlich nicht das, was wir haben möchten. Ja, und ich mache es jetzt einmal, ich versiege vorne, obwohl das ja jetzt auch nicht dabei steht. Oder lass mich einmal schauen. Dünn und gleichmäßig auf den Nagel und 60 Sekunden unter der Lampe. Nö, steht gar nicht dabei. Also deswegen, ich mache es trotzdem. Kann ja nicht schaden. Und weil er so flüssig ist, gehe ich jetzt schon mal so ein bisschen unter die Lampe. Nicht wundern, es wackelt wahrscheinlich ein bisschen. Hier haben wir die Lampe und sie hat hier an der Seite einen Knopf. Blau, wie auch alle anderen LED-Lampen. Sieht interessant aus. Ach so, hey Siri, immer dann, wenn man sie braucht, geht sie nicht an. Ich brauche die 60 Sekunden. Stelle einen Timer auf 60 Sekunden. Eine Minute. Ach, sie ist schon ausgegangen. Das waren wahrscheinlich. Waren das 60 Sekunden? Also hier auf dem iPhone sind es immer noch 30 Sekunden. Also das kann sein, dass das vielleicht 30 sind. Weiß jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht mehr auf die Beschreibung geschaut. Aber gleich wissen wir es genauer. Ich werde nämlich einmal timen. So, das ist einmal Siri. Ich mache einmal die Lampe an und drücke hier auch nochmal auf Start auf dem Handy, weil dann sehen wir tatsächlich, ob das denn eine Minute ist. Weil dann können wir uns das sparen mit dem Handy, ne? Jetzt ist sie ausgegangen und wir waren bei weniger als 60 Sekunden. Also stellt euch parallel euer Handy dazu. Ich gucke jetzt gerade noch dabei. Nee, auf der Beschreibung steht es auch. 60 Sekunden sollten es sein und das war jetzt leider nicht der Fall. So, dann sind wir schlauer, das wissen wir schon mal. Ich mache jetzt den Topcoat noch bei den anderen drauf und der Glanz hier auf dem kleinen Finger gefällt mir schon mal sehr, sehr gut und das lässt das Ganze auch realer aussehen, als ob ich selber lackiert hätte. Ich zeige es euch in der Nahaufnahme, also einmal näher ran. Kleiner Finger mit Topcoat, auch versiegelt und ich finde, das sieht deutlich besser aus, als zum Beispiel der hier ohne. Um das jetzt mal so zu formulieren, einfach weil der uneben ausschaut und hier sieht das wirklich gut aus. Also wenn die anderen jetzt genauso aussehen, würde ich sagen, dass das eine wirkliche Empfehlung ist, wenn es mal schnell gehen muss und man keine Lust auf Pinsel hat und das kann man ja wirklich nebenbei machen und es ist so viel schneller gemacht, als wenn man selber lackiert, muss man dazu sagen. Und es sind natürlich auch weniger Schritte, ne? Also super interessant und Deckkraft übrigens, habe ich noch gar nichts zugesagt, finde ich auch super, man sieht keine Nagelspitze durch. Um etwas Zeit zu sparen, versuche ich jetzt einmal alle restlichen drei Finger schnell zu lackieren mit dem Topcoat. Und ich hoffe natürlich, dass mir nichts in die Ränder läuft. 3, 2, 1. Und jetzt muss ich hier selber nochmal ausdrücken, sonst würde sie ja weiterlaufen. Danke, Siri. Also ich bin zufrieden. Oh, doch, Leute. Schaut euch die Oberfläche an. Es sieht wie lackiert aus. Ich bin gerade richtig happy, dass es diesen Folienlook nimmt. Super wichtig nochmal, die Falten rausdrücken mit dem Finger ordentlich drauf. Ist mir jetzt hier beim Zeigefinger am Rand nicht ganz so super gelungen, aber der Rest sieht top aus. Hani, willst du auch mal gucken? Schau mal die Oberfläche. Würdest du sagen, dass das eine Folie ist, die ich raufgeklebt habe? Nein. Sieht gut aus, ne? Mhm.
Ja, ich bin richtig überrascht gerade. Hier auch nochmal der Unterschied. Guck mal, vielleicht willst du auch nochmal gucken, dann habt ihr nochmal eine zweite Meinung. Guck mal, hier habe ich noch keinen Topcoat drüber. Das ist nur die Folie. Ich finde, das sieht man, dass es Folie ist. Okay, Baby greift gerade nach Stativ. Aber das ist halt hier ohne und die anderen sind mit. Da sieht man doch einen Riesenunterschied. Oder bilde ich mir das ein? Die Frage war an dich gerichtet. So, ja. Männer und Nägel, ne? Hier ist kein, ich erkläre es dir nochmal. Hier ist kein Topcoat drauf. Es sieht faltig aus und nicht so 100%. Es sieht, finde ich, nach Folie aus, oder? Und hier ist der Topcoat drauf und hier würde ich das gar nicht mehr sagen. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Ne? Tag 1 live aus dem Auto. Ich habe jetzt noch keine Stellen links. Und die rechte Hand habe ich auch noch gestern rucki-zucki gemacht. Aber da war ich ein bisschen zu schnell. Ich habe ein bisschen gedehnt, die Folien, was man nicht machen soll. Und hier seht ihr das halt überall. Das habe ich links so nicht. Da habe ich es auch nicht gemacht. Da war das nicht so rucki-zucki. Und deswegen, denen auf jeden Fall No-Go. Das steht ja auch dabei bei der Beschreibung. Ich bin auch wirklich froh, wie die Folien an der Nagelhaut unten dran sind. Und ich wische jetzt einmal kurz bei Edeka rein. Und dann wird zu Hause gekocht und so weiter. Und wir schauen mal, wie das dann die nächsten Tage so weitergeht damit. Tag 2. Es sieht immer noch alles wunderbar aus. Hätte ich so gar nicht gedacht. Ich habe nämlich immer so gemerkt, dass ich beim Haarekämmen oder Haarebürsten so ein bisschen an der einen oder anderen Ecke hängen bleibe, weswegen ich das nächste Mal wahrscheinlich sehr, sehr viel besser versiegeln werde. Und hier auf der Seite hält es auch noch, obwohl ich da diesen Fehler habe. Also ich bin wirklich, wirklich happy. Glanz ist auch noch schön da. Es hält und sieht richtig gut aus und ihm gefällt es auch. Er guckt sehr gern die roten Fingernägel an. Jetzt einmal ein kleines Update, nachdem ich gerade eben Intro und Outro für euch gefilmt habe. Also super frisches Update, sage ich euch. Morgen geht das Video online. Also es sieht super gut aus, immer noch. Ich habe daran keine großen Lücken, irgendwas, was abgeht, so wie man das manchmal an den Spitzen kennt. Ich glaube sogar, das gibt es hier bei diesen Folien gar nicht. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Wenn oben der Lack absplittert, ich glaube, das habt ihr hiermit nicht. Und ich hoffe, es heilt hier nicht allzu sehr, aber es ist nun mal der Ort, an dem kein Baby ist. Und das ist einfach wunderbar. Ich zeige euch nochmal die Nägel, denn es gibt nichts zu meckern. Hier haben wir also die linke Hand. Nagelhaut ein bisschen trocken, gebe ich gerne zu. Aber ansonsten sieht es wirklich super aus. Also ich bin zufrieden, da ist nichts abgegangen. Und seht ihr, wie schön das aussieht, als ob ich wunderbar lackiert hätte. Natürlich habe ich so kleine Ecken, die so ein bisschen nagelfrei sind, weil einfach die Folie nicht bis dahin gereicht hat. Aber das ist für mich absolut in Ordnung, möchte ich auch nochmal betonen. Weil, wenn ihr so raufschaut und auch von hier, da, man sieht nichts. Also es sieht wunderbar aus. Für Leute, die wenig Zeit haben, großes Geschenk. Super tolles Produkt. Plus rechte Hand zeige ich euch auch, weil die war natürlich so ein bisschen fehlerhaft aufgetragen. Oh Gott, warum machen wir einfach so? Rechte Hand sieht auch wunderbar aus, natürlich auch ein bisschen trocken, weil ja, als Mutter habe ich auch nicht mehr so viel Zeit, um die Hände einzukriegen. Blöde Ausrede, ne? Nee, also ich bin wirklich zufrieden, gerade auch, dass es so schön hält. Und ich werde es noch länger tragen, denke ich schon. Also ich habe jetzt nicht den Drang, das irgendwie groß schnell zu entfernen oder sowas. Deswegen werde ich euch updaten auf Instagram. Da bin ich dann auch wieder da. Yay! Denn so lange kommt auch ein schöner Rhythmus rein mit Baby. Deswegen habe ich auch die Zeit. Deswegen auch das zweite Video diese Woche. Ich bin da sehr stolz drauf. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr immer wieder mal einschaltet. Also an der Stelle. Und dann geht es jetzt einmal weiter mit dem Outro. Das sind also die Nagelfolien von Moneyfix. Ich bin definitiv ein Fan geworden. Darf ich gar nicht anders sagen. Also es ist wirklich toll, weil ich nicht den Unterschied sehe. Ich sehe nicht mehr, dass es Folie ist. Klar, die Ränder sind manchmal so ein bisschen breiter, wenn man halt nicht 100% die Passform ausgesucht hat auf dem Nagel oder wenn man einfach eine stärkere C-Kurve hat, sodass ich wirklich viel Folie um den Nagel legen muss. Das ist bei mir teils, glaube ich, der Fall. Aber es sind wirklich Ecken, mit denen ich leben kann. Weil wenn man von oben rauf guckt oder aus der Ferne oder nicht mal aus der Ferne, ich muss nur von hier rauf gucken, es sieht aus wie perfekt manikürt. Also einfach nur perfekt lackiert. So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, aber kann man nicht auch mal eben so schnell irgendeinen tollen Rotton von irgendeiner UV-Lackfirma nehmen und sich den ruckzuck schnell eben mal lackieren? Kann man natürlich auch. Aber wenn ihr mich fragt, ist diese Art von Folie wirklich etwas für Leute, die in erster Linie wenig Zeit haben? Mamas, also ganz ehrlich, ich bin Mutter und ich habe so wenig Zeit jetzt gehabt, seit Januar, also seit der Geburt, meine Nägel zu machen und sie dann auch noch perfekt zu lackieren. Ich habe ja immer so einen hohen Anspruch, ja, es gelingt mir mal und dann wiederum nicht. Und dann sagt ihr wiederum in den Kommentaren, oh, die sind so schön lackiert. Und ich denke mir so, ja, ich saß aber auch total lang dran. Ich darf gar nicht sagen, wie lange ich normalerweise dafür brauche, aber für eine tolle Maniküre, so richtig perfekt lackiert, brauche ich zwischen 2,5 bis 3 Stunden für beide Hände. Locker mal so, ja. Gebe ich so ein bisschen peinlich berührt zu, aber natürlich gehört da dann auch noch zum Beispiel Nagelhaut entfernen dazu.
Das ist jetzt auch hier nicht mit reingezählt, denn ich habe wirklich für diese Hand Ruckzuck gebraucht. Es war super schnell fertig. So, und noch einmal zur Haltbarkeit. Ich habe es ja hier auf der rechten Hand nicht perfekt aufgetragen. Und obwohl ich das gemacht habe, hält und hält und hält es. Ich meinte ja, glaube ich, in der ein oder anderen Nahaufnahme, dass ich so ein bisschen in den Haaren kleben bleibe. Das hatte ich auch heute. Ich habe sie mir eigentlich gemacht, aber man sieht es nicht mehr. Es ist so heiß hier in dem Zimmer. Ich schwitze. Aber da ist es auch nochmal kurz gewesen. Aber dennoch ist hier nichts wirklich, was sich anhebt. Es ist alles super gut. Und ich habe nirgendwo nachgedrückt. Ne? Also es ist wirklich mit dem Nagel verschmolzen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich wollte, glaube ich, so eine kleine Aufzählung machen. Ne? Also es ist auf jeden Fall etwas für Mamas oder für Leute, die wenig Zeit haben, sich die Nägel perfekt zu lackieren. Denn mit diesen Folien habt ihr den perfekten Rand unten. Der sieht super gut aus, als ob man den so gemacht hätte. Also wunderbar. Und es ist natürlich auch was für Leute, die sagen, ach, lackieren ist nicht so meins, Pinsel in der Hand halten. Und ich habe eh eine zittrige Hand, deswegen mache ich das eher lieber nicht so gerne. Das kann ich auch verstehen. Und für die Leute ist das wirklich auch perfekt. Ich finde es richtig gut. Man spart auch sich den einen oder anderen Dampf. Ne? Wir wissen ja, unser UV-Lack ist nicht ohne. Man hat dann quasi nur am Ende den Topcoat und das finde ich auch nochmal wunderbar. Ich bin gerade scharf am Überlegen, ob es auch einen Kritikpunkt gibt. Und jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, würde ich sagen, dass es eher so ist, dass man vielleicht doch noch einen leichten Rand nach links und rechts hat, aber nicht nach unten. Ne? Also das ist je nachdem, wie man klebt. Aber dieser Rand links und rechts, der kann vielleicht die ein oder andere Person triggern. Mich jetzt persönlich nicht. Ihr habt es ja auch in den Nahaufnahmen gesehen. Es ist absolut in Ordnung, wie das aussieht an den Rändern. Und wenn man das halt öfter macht und dann muss man sich wirklich merken, was passt auf den einen oder den anderen Nagel an Stickern, dann weiß man auch halt, was von Anfang an raufkommt, so wie ich das bei diesen beiden Fingern hatte, die ich ja dann nachgeklebt habe. So, das ist der einzige Punkt, aber das ist auch alles Übungssache. Wenn man da öfter mal bestellt, hat man was davon, wenn man einfach seine Passform weiß. So, jetzt um Kopf und Kragen geredet mal wieder. Das war also das für dieses Video. Denkt an das Gewinnspiel und ihr bekommt auch noch den Code mit. Das ist nämlich Sabrina30. Ihr bekommt 30% auf eure Bestellung. Das freut mich natürlich sehr für euch. Und damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank nochmal an Manifix. Und wir sehen uns schon beim nächsten Video wieder. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Nagelfolien findet. Also, bis dann. Muah.